Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück in 7 Days to Die hier beim Survival Duo bestehend aus Taz Devil und meiner Wenigkeit. Taz. Servus. Hallo Taz. Hallo? Taz ist weit weg. Wir sind gerade gespawnt, wollten mit dem Let's Play anfangen und ich bin direkt als erstes mal gestorben. Jawohl, deswegen liegt da irgendwo mein Rucksack und der Taz ist ewig weit weg. Um genau zu sein. Jo. 2 Kilometer. Na gut, mein Rucksack, der liegt, naja, ich will nicht sagen in deiner Richtung, aber ein bisschen in deiner Richtung. Und da hinten segelt ein Airdrop runter, beziehungsweise hängt in der Luft bei mir. Ja. Also im ganz Groben würde ich sagen, wir laufen zueinander, aber nicht direkt zu, sondern ich sag mal, dass du vielleicht ein bisschen mehr westlich läuft, sage ich mal, und ich bin bei ein bisschen weiter nördlich, nicht, dass wir da Nullstadt irgendwo in die Quere kommen. Ja. Ich weiß nicht, ob der Airdrop da, ob der noch runterfällt, der hängt so weit oben, der bewegt sich gar nicht. Boah, ich sehe nichts, keine Ahnung. Ja. Ich guck mal, dass ich hier irgendwie klarkomme und dann in deine Richtung komme. Vielleicht lasse ich auch meinen Rucksack da einfach liegen, weil da war ja eh nichts drin. Also ich ja, okay, Fackel ist schon mal nicht schlecht, so. Ja, gut, die hat man auch schnell wieder, das geht schon. Bisschen Kohle. Oh, nee, nicht im Chat schreiben, was mache ich denn da? Eine Stone Axe zu bauen gerade. So. Hängt ja super an hier. Ich bin da hier sogar an der Straße, die geht ja so ungefähr die Richtung. Die laufe jetzt einfach mal hinterher. Mach mal. Ich versuche hier. Ja, das ist immer gut, da dann ein bisschen was zum Aufsammeln. Ja, stimmt. Ein paar Zombies. Ja, eigentlich hatten wir ja bereits gestern schon mal angefangen mit einem Let's Play in 7 Days to Die. Hat aber nicht so ganz funktioniert, weil wir den Server bei mir lokal auf dem Rechner haben laufen lassen. War zwar schön für mich, aber scheiße für den Taz. Und ja, kann man so sagen, ne? Jo. Oh cool, ich finde im Müllsack ein Leather-Head-Schematik. Das ist ja cool. Ich mache einen Baum um und es gibt wieder nichts. Oh, super. Ja. Ja, und deswegen haben wir halt dann gesagt, okay, weil wir sowieso vorhatten, in der Alpha 13 definitiv was zusammen zu machen, fangen wir jetzt in der Alpha 12.5 nochmal an. Aber auf einem eigenen Server und haben seit heute einen Server-Sponsor, nämlich Gamers Factory. Vielen, vielen Dank an euch. Jo, wenn ihr denkt, die uns hier diesen netten 4-Slot Let's Play-Server sponsoren. Super, super Sache. Und nochmal ganz, ganz viele Grüße und herzliches Dankeschön an die Dani und an den Resi von der Last Shelter Community, die uns so eben schnell mal hier den Server so mit ein bisschen eingestellt haben. Das Ganze hat nämlich ungelogen ungefähr von der Bestellung bis zur fertigen Einrichtung eine Dreiviertelstunde gedauert. Solche Leute braucht man. Finde ich super. So, ich wollte... Der Airdrop hängt im Himmel fest übrigens. Ich komme in deine Richtung. Ich lasse meinen Rucksack, wo der liegt. Hier liegt ja noch ein Rucksack. Also wenn ich meiner. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, der Loot Respawn ist noch etwas einfach eingestellt. Ich habe nämlich gerade einen grünen Shotgun Barrel im Müll im Rucksack gefunden. Nö, so cool. Ja, aber passt schon ein bisschen zu einfach, ne? Oder? Meinst du nicht? Ja, das ist aber, also ich meine, so ein paar Teile findet man halt.
Ja, gut. Aber Das ist normal. erst die Schematik und dann direkt hier Shotgun Barrel Gedönse und sowas. Juhu, ich bin Level 2, nachdem ich schon einmal gestorben bin. So, dann braucht man hier noch Arrows. Okay, ein Hütchen habe ich hier. Hier sind ganz viele verzweigende Wegchen sozusagen. Ja, diese Trampelpfade führen ja immer zu irgendwie einem Da ist Point, noch eine, das sind. zu so einem Ja, Point of gut. Interest, ne, führen die immer. Also ich habe hier zweimal solche. Ja, keine Ahnung, Luxushütten mit Forge und so weiter drin. Okay. Und daneben noch eine andere Hütte. Ja, klingt doch nicht verkehrt. Was ist denn mit dem Airdrop? Bloß, das habe ich noch nie gesehen. Ich meine, oder soll der Berg da so hoch sein, dass der da oben drauf steht? Kann doch fast nicht sein. Ich gehe mir das jetzt mal angucken. Der Airdrop ist ja nicht mehr weit weg. Also ich habe schon öfter gesehen, dass ein Airdrop irgendwo über dem Fluss schwebt, weil die da nicht runterfallen können. Aber dass der so einfach im Himmel hängen bleibt, das habe ich noch nie gesehen. So, hier ist Steppe. Ja. 1,2 Kilometer bist du noch weg. Oh, hier ist Kohle. Siehst du, da haben wir doch die Fackel schon wieder. Bring ich mal Kohle mit, wa? Ein bisschen wenigstens. Wie weit bist du noch weg? Noch ein ganz schönes Stück. Ein Kilometer ungefähr. Ja, ich bin jetzt am Überlegen, ob wir da so eine Hütte quasi freischießen sollen. Für den Anfang könnten wir das tun. Wir könnten uns für die erste Nacht zumindest mal irgendwie da einquartieren. Weiß ja nicht, wie wollen wir denn spielen? Weil wir machen ja hier das Survival-Duo. Deswegen habe ich auch die Mütze an. Dann sehe ich ein bisschen mehr aus wie Dave Canterbury. Und der Patz hat die langen Haare und macht einen auf Cody Landin. Zum Glück habe ich keine Cam dabei. So, neue Stone Axe. Kohle ist ganz schön hart, wenn man das Stone Axe drauf rumkloppt. Nehmen wir so einen Baum umnieten. Ja, was machen wir? Nisten wir uns in der Hütte ein? Oder wollen wir rumziehen und irgendwas suchen? Was suchen? Ja, keine Ahnung. Baumarkt. Lebensmittelladen. Eine vernünftige Axt, damit ich den Baum hier schneller hinlegen kann. Ja, ich meine, wir können schon ein bisschen umherziehen. Ich glaube, ich habe. Ne, was ist denn da vorne? Ich habe eine Siedlung gefunden, glaube ich. Okay, cool. Na Mit dann. Baumarkt. Na dann, ich wollte heute eh noch zu Obi. Dann komme ich jetzt mal zu dir. Oh, hier wächst auch Baumwolle. Habe ich genau eins. Oh. Was haben wir denn hier? Das Problem ist nur, das Ganze ist im Schneebiom. Baumarkt im Schneebiom. Ja, die ganze Siedlung im Schneebiom. Das Das auch heißt, hier noch. stapfen auch die Guten darum, die Dicken, die so schön viel aushalten. Die Lieben. Die guten Zombies. Ja. Egal. Ich komm mal zu dir. Wird schon irgendwie hinhauen. Muss hinhauen. Ah ja.
Ist ganz schön viel los. Wenn bei dir viel los ist, ist gut, weil dann ist hier wenig los. Oh, ich habe Boah. Mais. Ich habe Mais gefunden. So, hier ist gerade Clay. Ich hole mal ein bisschen. Zumindest versuche ich es mal. Kann ich das Zeug da irgendwann noch rauskriegen heute? Ja, komm schon. War das Play? Ja. Sehr gut. Und noch so ein Dingen. Weil dann könnten wir ja in irgendeiner Holzhütte pennen und dann da auch die Forge benutzen, ne? Ja, oder wir nisten uns halt in der Siedlung in das Haus ein. Ja, dann hätten wir aber keine Forge. Nee, das ist wohl richtig. Höchstens natürlich, hier wäre dann im Endeffekt auch gleich wieder Bonobel oder sowas, wo man auch Rezepte wieder greifen kann. Ja. Also eine Schmiede wäre schon wichtig. Das war mal ein Schuss. Kaninchen blind in der Wiese abgeschossen. Sehr schön. So, was habe ich denn hier, was ich wegschmeißen kann? Die kann man mal anziehen. Oh, weil ich treffe heute nichts mehr. Das ist nicht gut. Ich glaube, ich muss die auf 2 Meter rankommen lassen, damit ich es mal treffe. Das ist nicht gut. Hast du einen guten Ping? Nicht so wie bei mir auf dem Server. Oh, sieht wirklich gut aus. Hast du schon einen Schlafsack? Nee, ich habe da in der Gegend noch, also weder Hose noch irgendwas hergestellt. Ja, Muss ich dann zugeben. ich fahre mal hier so ein bisschen Kram zusammen. Bisschen Gras und Tee und Baumwolle und alles. Dafür habe ich schon 3 Taschenlampen. Drei. Ich habe, glaube ich, in dem Spiel noch nie eine Taschenlampe gebraucht. Oder? Ich Und eine glaube. Sledgehammer. Wow. Sledgehammer. Ja, dann bist du Jo. ja praktisch in deinem Element. Ja, ich weiß nicht, der ist verdammt langsam geworden, also muss mal gucken, ob ich mit dem überhaupt noch zurechtkomme. So, dann machen wir mal hier Close Fragments. Den Stück, da brauchen wir noch ein bisschen Baumwolle. Ah, das Zeug wächst ja hier überall. Jetzt latsche ich dir wahrscheinlich genau hinterher auf derselben Straße. Okay. Also ein Schwein ist auf dem Dach von dem nächsten Laden hier. Auch nicht schlecht. So, zweimal Schlafsack. Was war Gute das? Die Sache. Aloe Vera, die kann ich wegschmeißen. Die brauchen wir nicht erstmal, ne? So. Ja, keine Ahnung. Wie war das? Aloe Vera und Stoff gibt Verband oder? Nee, der kleine Verband und Aloe Vera gibt den besseren, oder? Oh, Ach, ich keine weiß das gar nicht mehr. So. Ahnung. Ihr seht, es ist schon ein bisschen her. Ja, das letzte Mal, wo wir das Spiel gespielt haben, ich ehrlich gesagt, ich weiß es gar nicht mehr. Ach doch, wo die Alpha 12 rausgekommen ist. Aber das ist jetzt, glaube ich, auch schon wieder ein bisschen her, oder? Ja.
Hast du nicht irgendwo ein Camp gefunden? Camp? Nein. Ich habe jetzt drei Hütten gefunden, sage ich mal. Zwei diese Luxushütten und eine, ich sage mal, Jagdhütte dazu. Keine Ahnung, was das für ein Ding ist. Okay. Und da bin ich die Straße einfach mal weitergezogen, jetzt hier in den Baumarkt rein. Ja, dann farm ich halt noch ein bisschen Baumwolle hier. Ich Eine kann auch graue Fire hier. X ist auch nicht verkehrt. Ja, die Feuerachse ist gut, die kann man gut gebrauchen, ja. So, haben wir schon mal 80 Pfeile. Mach ich die mal gemütlich fertig. Gut getimt ist der Vorschlag, haben wir nicht schlecht, aber mal gucken. Ist die blöde Steinaxt auch mal kaputt. Wurde auch langsam Zeit. Machst schon wieder alles kaputt. Ich mache wieder alles kaputt. Ah, was ist denn hier? Oh. Hier ist eine Tankstelle. Bist du hier? Nö. Nö, ich bin nur gerade ein bisschen, ich habe schon wieder die ganzen Taschen voll. Mein Gott. Also warte mal, du bist jetzt irgendwo an einer Siedlung und du bist im Baumarkt, ne? Jawohl. Das ist schön. Und ich stehe an der Tanke zusammen mit Meister Petz, der zwischen der Tanke und dem Waffenladen hin und her spaziert. Ja. Also haben wir hier einen Waffenladen. Das ist ja schon mal nicht verkehrt. Und die Tanke ist natürlich auch Gold wert. Ja, sammle ich mal noch ein bisschen hier. Vielleicht verschwindet der Bär ja zufälligerweise. So, was wollte ich denn machen? Ich wollte Ja, eigentlich. ich sag mal so, Hauptsache wir wissen, wo das Zeug ist. Besuchen können wir das ja dann später auch noch. Ja. So, jetzt hast du schon mal eine Hose an. Was kann man denn sonst noch machen aus Fiber? Achso, da war doch das Klamottensymbol irgendwo. So, die Boots mache ich mir mal. Achso, scheiße. Scheiße, kann man auch damit machen. Ich brauche mehr Klamotten. Fragmente. Close Fragment. Wo bist denn du jetzt? Kannst doch nicht so weit weg sein. Immer noch im Baumarkt. Okay. Ja, dann, ja, weiß ich nicht. In den Waffenladen komme ich jetzt gerade nicht rein. Bisschen doof hier mit Meister Pets zusammen. Und den Zombies. Was ist das? Eine rote Schaufel. Wie eine rote Schaufel. Ja, die hat unten drunter. Aha. Ach Quatsch, das ist eine. Ich habe wieder meine blöde Brille auf. Das ist eine lila Schaufel. Und ein Motor. Oh Mann, ich treffe Ilse nicht mehr. Gibt's doch nicht. Die erste Painkiller habe ich gefunden. Da ist der Meister Petz am Start. Sie weg hier, ey. Okay, wir haben 16 Uhr. Das heißt, nachdem ich den Laden hier leer habe, ja, beziehungsweise leer werde ich den gar nicht kriegen, weil mir die Taschen ausgehen. Ich komme jetzt mal zu dir. Weil wir mal dann langsam da unten die Hütte klar machen müssen. Ja, ich komm dir jetzt entgegen, jetzt ohne Rücksicht auf Verluste. Ich habe ja die Karte, die Tanke auf der Karte. Von daher. Also Schlafsäcke habe ich. Ich habe sammle noch ein paar Steine. Dann. Motorsäge.
Können wir auch direkt losbauen. Ach, ist hier schön viel Baumwolle. Aber die Motorsäge ist totale Scheiße. Ich habe die in der letzten Staffel von 7 Days ausprobiert. Also wenn du die nicht in lila hast, kannst du das Ding so dermaßen in die Tonne kloppen. Ja, ich habe jetzt sogar wirklich schon überlegt, die zu scrappen. Vor allen Auch den Dingen, Motor, wo ich habe. ja, vor allen Dingen hat die Motorsäge hat einen ganz, ganz entscheidenden Nachteil. Und zwar, die ist so laut, wenn du da mit einem Baum fällst, hörst du nicht, wenn er bricht. Und wenn du nicht weißt, dass der bricht und der fällt in deine Richtung oder klappt in sich zusammen, wie das die Bäume ja öfters mal gerne machen, dann hast du mal gerade ausgeschnitten mit der Motorsäge. Ein Tacker, auch nicht schlecht. Kann das sein, dass der Server ein bisschen sehr einfach steht? Ich weiß es ja nicht. Aber Ja, keine Ahnung. Also, ich meine, das Zeug hat meistens keine gute Qualität, aber okay, im Baumarkt findest du eigentlich alles. Also von dem her. Ah, gut, schon da wieder. Jetzt lass. Kann die Das ist halt Zufall. Baumwolle manchmal nicht schlucken. Ich guck hier wie so ein Idiot auf meiner Tastatur rum. So, und die Axt, die scrappe ich aber trotzdem, weil eine graue. Oder lohnt sich eine graue Feueraxt am Leben zu halten? Nee, oder? Ja, also ich hätte noch ein Metallröhrchen für eine Schmiede zu bauen. Die Schmiede kannst du ja so bauen, brauchst du kein Buch mehr für, gell? Das ist Wie, das haben geändert. sie sie abgeschafft? Das haben sie abgeschafft. Also bin da auch drauf reingefallen. Ich habe das auch nicht geglaubt, bis ich gesehen habe. Du musst aber, für eine Schmiede zu bauen, musst du einen Blasebalg herstellen. Dafür brauchst du Leder. Irgendwie 10 Leder oder sowas. Ach, das, ja, genau, das war ja das. Leder musst du aber auch erstmal herstellen können. Warte mal, das Ding heißt Bellows. Ein Bellows. Ja, da brauchst du nur die Häute. Tierhäute und ein Metallrohr und ein paar Bretter. Muss kein verarbeitetes Leder haben, also. Bei mir hat es angefangen zu schneien. Herrlich. Ich wollte schon immer im Schnee stapfen. Hab Schwarzpulver mitgebracht. Toll. So. Close Fragments. Muss mein Kaninchen jetzt hin? So was Blödes. Naja. Ah, ich höre dich. Ich höre dich dengeln. Irgendwo. Oh, ich habe einen Mining-Helm. Seid ihr blöde Pickaxe fast an dem Tresor hier schon kaputtgeschlagen? Da tut sich nichts, sehe. Das ist nicht gut. Jetzt ab. Das ist super, ein blödes Buch. Crappen. Also wenn du noch Platz hast, hier hinten in den Truhen ist noch einiges. Ja, viel habe ich nicht mehr, aber wir könnten ja eventuell noch Wobei den Landclaim kann ich wegschmeißen. ein Inventory Sharing machen. Also eben schnell. Hab auch mit eine Flashlight gefunden. Die kann man auf die Waffen drauf montieren jetzt, ne? Ach, den Kleber kann ich auch noch weghauen, brauchen wir auch nicht. Ohne Sau. Das Einzige, was noch drin ist, ist quasi eine Kettensäge. Ich muss mal Porky abschießen. Komm, Ach, da ist auch noch eine Kiste. fall um. Boah, Porky kann bergsteigen. Kann doch nicht sein.
Jo. Wo ist es hin? Da ist noch mal Axt und Pickaxe hier drin. Ja, dann komme ich jetzt. Das kann ja nicht sein, ey. Das blöde Schwein da jetzt nicht umfällt, ey. Ich komme jetzt zu dir. Ich komme. Na toll, jetzt komme ich zu dir und da fällt das Schwein um. Ist doch nicht zu fassen, ey. Scheiße, wo liegt es denn jetzt? Jetzt kann ich doch holen gehen. Muss doch hier irgendwo sein. Ist die dumme Sau. Ja, das Zeug können wir morgen auch noch holen, ist wurscht. Jones auf Schweinesuche. Ich find's nicht. Keine Ahnung, ich find's nicht. Ja, ich komme zu dir, weil dann gehen wir die Straße wieder runter zu der Hütte hin. Da bist du doch schon. Jo, da bin ich. Na, irgendwo hier müsste das Schwein liegen. Ein Bär sehe ich. Ja, das Problem ist sogar, das hatte ich auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob sie da schon wieder was behoben haben. Als ich die Alpha 12 angefangen habe, da sind die gerne, ich sage jetzt mal vorsichtig, unsichtbar geworden. Wenn man sie geschossen hat, sind die dann leicht. Ist das ein neues Schwein Ja, oder? scheint ein neues Schwein zu sein. Ja, wir sollten wirklich mal Gummi geben, weil 7:30 und so. Ja. Uki-zuki geht das hier. Da weiß ich jetzt gar nicht, wo das hier reingeht, was da ist. Also du ruckelst irgendwie ein Oh, bisschen da ist. vor mir lang. Bleibst du immer stehen? Oh, da gibt's ganz viel Stoff. Echt? Ja. Oh, da ist ein Lager. Aber wir haben eigentlich keine Zeit mehr. Ah, hast recht. Was schmeiß ich denn hier weg? Sticks. So. Oh, Scheiße, Meister Petz fast in die Arme gelaufen. Das ist nicht gut. Das heißt, wenn ich dir jetzt hinterher renne, laufe ich Meister Petz in die Arme. Nee, das passt schon in die Richtung. Da oben. Also hier die Hütte oder was? Würde ich jetzt einfach vorschlagen, weil die ist relativ leicht zu sichern. Da haust du die Stufen unten weg und ist eigentlich sicher. Okay. Da brauchen wir ein bisschen Holz noch, ne? Für? Kann das eventuell sein, dass das meine Verbindung ist, die hier so scheiße ist gerade? Also bei mir läuft super. Ich kann mich nicht beschweren. Ja, bei mir ruckeln, springen die Zombies immer ein paar Meter vor. Ich treffe hier gar nichts gerade. So. You are now level 4. Kannst du das Holz hier noch aufheben? Wird mal gleich was zu schüren. Wo denn? Ja, ist nicht so wichtig, Liegt denn hier sondern Holz? hier. So, dasselbe noch innen drin. Sehen wir mal, dass die Zombies noch wirklich hier draußen.
bin ja alle Fische. Ja, also ich komme direkt wieder. Ich mache gerade mein Inventar hier ein bisschen leer. Ne, die brauche ich doch nicht, Jones. Ah. Die brauche ich auch noch. Es ist hier alles voll. Müssen wir gleich mal eine Kiste bauen. Schnell mal ein bisschen Holz machen. Hast du nicht eine Axt? Die ist so gut wie hinüber. Okay, scheiße. Das ist ja doof. Ich glaube nicht, dass wir sicher sind. Wir müssen uns oben aufs Dach stellen. Oh, 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 oh. Das ist doch fertig. Das funktioniert. Da kommen sie nicht hoch. Wie, die kommen da nicht hoch? Ich habe doch die Stufen mitgehauen. Wir müssen nur in den Obergeschoss. Okay. Aber wenn du das sagst. So, da habe ich schon Jack und Hose gefunden. Oh, hier ist ein Mining-Helm für dich. Cool. Warte, schmeiß ich das raus. Hast du das eingepackt? Ja, ja. Und hier ist ich kann nicht nehmen. So, oder doch, ich habe jetzt glaube ich wieder Platz. Ja, habe ja oben ausgepackt. So. Haben wir es doch. Das reicht, da kommen die nicht hoch, dafür sind die echt zu doof. Ist ja krass. Bis jetzt auf jeden Fall, ja. Na gut, dann hoffe ich mal, dass du recht behältst. Naja, so, wir haben unsere Hütte gefunden. Das Survival Duo ist erstmal wieder in Sicherheit und wir verabschieden uns an dieser Stelle. Wenn es euch gefallen hat, wir freuen uns über ein Däumchen. Noch geiler ist ein Abo. Macht's gut, bis demnächst und tschüss. Bye bye.